Meine Arbeit ist dadurch besonders, dass sie nachhaltig, fair und auch größtenteils in Hamburg produziert wird. Nachhaltigkeit hat heutzutage immer noch so ein bisschen diesen Bio-Anklang, dass man denkt, das kann nicht schön sein, und das stimmt natürlich nicht. Nachhaltigkeit in der Mode bezieht sich natürlich überwiegend auf die Materialien, auf den Stoff, wo kommt er her, ist der zertifiziert, ist der fair angebaut, und die Produktion. Haben Menschen dafür faire Löhne bekommen und nicht dieses schnell fertiggestellte und mit der heißen Nadel genäht. Für mich ist es völlig klar, dass ich gucke, wo die Stoffe herkommen und dass es mir in erster Linie ums Design geht und dass die Leute das auch wirklich nur kaufen sollen, weil es ihnen gefällt und nicht, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das jetzt tragen, weil es nachhaltig ist. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Menschen eben wirklich mehr darauf achten, was sie tragen, wo sie es herbekommen, und vielleicht auch mal ins Etikett schauen, wo wird das hergestellt, wer hat das für mich gemacht.